Freunde des verführerischen Grillduftes, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, was habe ich heute vorbereitet? Bis jetzt noch gar nichts, denn ich habe mir überlegt, mach doch mal dein Video woanders. Und nachdem ich da ein wenig telefoniert habe und einfach mal in mein Regal geguckt habe und dort so eine schöne Tasse gefunden habe vom Grill-Junkie, habe ich mir gedacht, das ist deine Location, fahr dorthin und ja. Was raus geworden ist, erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr bis zum Ende mit dabei bleibt. Ich würde mich freuen und würde sagen, wir sehen uns an anderer Ort und Stelle wieder. Was? Wie? Gar nicht meine Kamera? Ach so, ich habe Besuch. Übergeben an Besuch. Ich gehe wieder. Ja, servus, Freunde des verführerischen Grillduftes. So schnell kann's gehen. Ich bin beim Grill-Junkie. Ja, was habe ich heute vorbereitet? Heute gibt es Hähnchenbrustfilet im Teriyaki-Style. Ist eine schnelle Nummer. Ich freue mich aber, hier zu sein und nehme euch mit in die kleine, aber feine Küche. So schaut's aus. So, kommen wir zu den Zutaten. Hier haben wir zwei herrliche Hähnchenbrustfilets. Ein bisschen Mehl, Teriyaki-Soße, das neue Gold, Salz, Pfeffer und ein Messer. Ich werde jetzt das Hähnchenbrustfilet in Scheiben schneiden. Den Teller einmal runter. Machst du das auch richtig? Ja, Sebastian. Wer ist das denn? Was du noch nicht weißt, was du noch nicht kennst, das ist das Videocrashen, was wir immer ganz gerne machen bei der Kollegen. Das ist schön. Aber wenn wäre Stefan richtig gewesen? Was habe ich jetzt gesagt? Sebastian. Ja, den Vogel habe ich vielleicht gerade noch wegen dem Handy im Kopf gehabt. Okay, Stefan, Entschuldigung. Okay, wolltest du nochmal reingerollt kommen? Nein, okay. Lass mal drin. Gut, lassen wir es drin. Fehler regieren die Welt. Ja. Müssen auch mal gezeigt werden. Ja. Ich fahre dann wieder. Ja, sehr gut. So ein Mist. Ja. So. So, nachdem wir das jetzt in Scheiben geschnitten haben, legen wir uns das Ganze quer und schneiden uns kleine Würfelchen raus. Oder Rechtecke. Ich mache das jetzt derweil erst einmal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Fleisch ist klein geschnitten, weiter geht's. Wir werden jetzt zum Mehl noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazugeben. Fangen wir mit dem Pfeffer an. Und noch ein bisschen Salz. Schütteln wir das Ganze ein bisschen, aber nicht, dass alles daneben geht. Nehmen das Fleisch und wenden das ein wenig im Mehl. Ich habe immer noch keinen Plan, was du da eigentlich machst. Du wirst es gleich sehen. Wie eine kleine Mehlpanade. Ja, Leute, das werde ich jetzt mit dem restlichen Fleisch machen und danach seid ihr natürlich wieder mit dabei. So, nun habe ich alle Hähnchenstückchen meliert und werde jetzt gleich eine geschwinde 180 Grad Drehung machen und dann sehen wir uns an der Kochstelle wieder. So, die 180 Grad Drehung ist vollzogen und jetzt kommt das flüssige Gold vom Grill-Junkie zum Einsatz. Nein! Ah, ich nehme auch nicht viel. Nein! So, das Sonnenblumenöl ist mittlerweile heiß geworden und wir können das Fleisch mit dazugeben.
Das Ganze werden wir jetzt von beiden Seiten schön anbraten, sodass sich eine leicht gelbbräunliche Kruste bildet. Ja, ich hole euch zwischendurch immer mal wieder mit dazu. So, mittlerweile habe ich das Fleisch einmal gewendet. Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. So, der Grilljunkie schaut gerade nicht. Ich habe mir mal ein Stück gemopst. Ich muss schon mal probieren. Was machst du da? Was machst du da? Der Vater hat mich doch erwischt. Ohne mich schon wieder. Ja. Ich würde mal behaupten, das schaut schon gut aus. Länger möchte ich es auch nicht drauf lassen. Nicht, dass es zu trocken wird. Und dann nehmen wir das Ganze aus der Pfanne. Stellen es noch einmal kurz zur Seite. Habe ich hier das Kochfeld ganz schön eingesaugt. Oh oh. Ist mir wurscht, sagt er. Haben wir trotzdem. Hab eh kein Glück. Mach ich auch immer. Natürlich werde ich das Ganze hier wieder so hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Das ist ja wohl selbstverständlich. So, ich habe die Temperatur jetzt ein bisschen runtergeregelt und jetzt kommt die Teriyaki-Soße ins Spiel. Die ist im Übrigen mit geröstetem Knoblauch. Njam, njam. Lassen wir jetzt ein ganz klein wenig aufköcheln und dann kommt unser Hauptdarsteller wieder ins Spiel. Oh, ich liebe diese Soße. Der Knoblauch da drin, der ist sagenhaft. So, jetzt kommt das Fleisch wieder mit rein. Und dann gehen wir den Ganzen noch 2-3 Minuten und dann können wir ans Probieren gehen, ans Essen natürlich auch. Der Grilljunkie schaut die ganze Zeit schon, der hat nämlich mächtig Hunger. Obwohl mir knurrt der Magen auch, so ist das nicht. Ich hoffe, man hat es noch nicht gehört. So, ich habe derweil schon mal angerichtet. Jetzt werde ich die Kamera gleich noch schnell umbauen und dann sehen wir uns zum Probieren wieder. So Leute, wir haben angerichtet. Falls sich der eine oder andere wundert, warum ich hier so nass bin, das ist nicht der Angstschweiß, weil ich Angst habe, dass ich gleich einen mit dem Nudelholz überkriege, weil es mir jetzt schmeckt. Hallo. Und ja, hier ist es nämlich unheimlich heiß. Und wenn ich dann noch am Herd stehe, dann ist gleich noch viel heißer. Und die Klimaanlage läuft. Ja, seit gestern hat der Michael ja auch eine Klimaanlage. Die bringt schon was, aber ich schwitze hier trotzdem. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns mal probieren. Ich hoffe, es schmeckt. Also, man muss sich jetzt... Ihr habt das Tellerbild ja eben schon gesehen. Vielleicht noch so ein bisschen Grünfutter oben drauf vorstellen. Oder auch... ja... Die Sache wäre dann auch gleich gelöst. Okay, das macht der Chefkoch persönlich. Warte mal. Ja, das kann man ja nur, ja. Jo, dann nehmen wir halt getrockneten, wenn wir nichts anderes haben, Petersilie. So. Jetzt ist es auch was fürs Auge. Man kann natürlich auch Reis dazu essen, aber das kriegen wir jetzt nicht so ganz so schnell gebacken. Wir probieren einfach mal. Auf euch! Doch, das ist lecker. Ja. Schmeckt sehr gut. Es ist knoblauchlastig. Aber ich liebe einfach Knoblauch. Sehr lecker. Etwas salzig. Dann klar doch die Teriyaki-Soße. Ja. Aber wirklich lecker. Und jetzt lasse ich euch mit ihm wieder alleine. Lasst euch schmecken.
Ja, ihr kennt das ja von mir mittlerweile. Ich muss immer zweiten oder dritten Löffel noch nehmen. Hm. Also das ist einfach nur lecker. Ja, mein üblicher Satz zum Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein freundliches Kommentar von euch freuen. Einen Daumen hoch oder vielleicht auch das ein oder andere Abo. Dann aber bitte auch gleich die Glocke aktivieren, denn dann erfahrt ihr immer, wenn es solche leckere Sachen von mir gibt. Ich bedanke mich nochmal beim Grill Junkie, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und ja, vielleicht sieht man ja... Ich bedanke mich, dass ich mal ein Wochenende Besuch hatte. Zurückgespult. Was wollte ich noch sagen? Ja, vielleicht sieht man mich ja demnächst mal auch woanders. Wer weiß, was so kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei seid und verbleibe bis dahin, euer Stefan. Ciao.